Guten Tag, Herr Hünig. Wir haben einen aufregenden Tag unter uns, hinter uns im Brandenburgischen Landtag. Worum ging es heute? Können Sie das mal kurz zusammenfassen, was für Sie dabei herausgekommen ist? Naja, wir hatten ja heute wieder Untersuchungsausschuss, ne? Also 17.11. Und das ging quasi heute schon 9:45 los mit, ich sag mal, fast zweistündiger Beratung alleine zu Beweisanträgen, die wir haben, wobei ich da nicht viel drüber reden kann. Das ist halt im nicht öffentlichen Teil, ne? Und ansonsten haben wir ja die Befragung heute gehabt von unserer ehemaligen Bildungsministerin, Frau Britta Ernst, und von unserer ehemaligen Staatssekretärin, der Frau Jesse. Die anderen beiden sind leider Gottes, haben wir bei Zeiten abgesagt, die haben wir auf Dezember verschoben, einfach weil wir gewusst haben, dass die Zeit nicht reichen wird und die nicht zu diesen Zeiten da sind. Ehrlicherweise so ein bisschen kaputt bin ich, weil das echt schwierig ist, wenn man dann Leute davor einem hat, die Staatssekretäre sind, wo man eigentlich davon ausgeht, dass die wissen, was sie tun. Und wenn die sich eigentlich nicht mehr erinnern können an Sachen, dann ist es schon schwierig. Also ich meine, wir reden über die aus meiner Sicht schlimmste Gesundheitskrise, die wir eigentlich hatten in unserem Staat. Und dann erinnert man sich nicht, vor allen Dingen nicht an Abwägungsprozesse oder wo man das dokumentiert hat. Und wenn man dann noch weiß, dass die Bildungsministerin und die Staatssekretärin, dass die beiden eigentlich unsere Kinder, also das geht darum, dass unsere Kinder in den Schulen Maßnahmen ertragen mussten, wie 5-mal in der Woche testen, 10 Stunden oder 8 Stunden Masken und dergleichen. Und das haben die zu verantworten und die tun so, nee, das haben wir nicht, da gab es Eltern, die wollten das. Oder das hat alles die Ministerpräsidentenkonferenz oder das hat alles die Gesundheitsministerin. Das ist, also da fehlen mir ehrlicherweise die Worte. Die Antworten muss man jetzt echt mal prüfen, inwieweit wir daraus was machen können, weil da waren Antworten dabei, die echt heftig sind, wenn man es ganz genau nimmt, nämlich, dass sie angeblich keine Verantwortung haben. Und das sehe ich so nicht. Also es ist ja mal wieder zur Sprache gekommen, dass 8000 Seiten und mehr existieren, in denen quasi Verantwortliche gar nicht benannt werden oder festgehalten werden, wo nicht klar ist, wie Entscheidungen überhaupt getroffen wurden. Wie werden wir damit umgehen? Also wird es möglich sein, die Verantwortlichen zu ermitteln für diese Entscheidung? Weil diese Abwägungsprozesse sind ja alle, die haben ja alle nicht stattgefunden. Also ich sag mal so, ich glaube ja sowieso, dass wir nur ein Anfang sein können. Also wir können nur ein Anfang sein im Sinne von der Aufklärung. Wir sind quasi das kleinste Reiskorn, was sich jetzt in Bewegung gesetzt hat. Es wird also nach uns ganz viele andere Aufklärungssachen im Bund und Europa-Ebene geben. Aber uns liegen Akten vor, die wir als Beweis quasi angefordert haben, und zwar Akten, die uns aufklären sollen, wie es abgewogen worden im Bildungsministerium zu den Maßnahmen. Und da haben wir 8000 Seiten und in diesen 8000 Seiten wird nichts abgewogen. Und jetzt setzen die gleichen Leute, die in den 8000 Seiten nichts abgewogen haben, hin und sagen, ja, wir haben abgewogen und wir haben das genau geprüft, aber in Akten anscheinend, die uns gar nicht zugänglich sind. Das ist schon absurd, das glaubt keiner. Es sind ja auch ein paar Sachen gar nicht zur Sprache gekommen, wie zum Beispiel, glaube ich, die BKOS-Studie aus Berlin, die Berliner Corona-Schulstudie von der Charité durchgeführt, nach der eigentlich völlig klar ist, dass die Schulen keine Infektionstreiber waren. Ja? Wie kann das sein, dass sowas da gar nicht benannt wird eigentlich von den Verantwortlichen? Ja, ich glaube, die Staatssekretärin hat das ganz, ganz gut gesagt. Sie hatten so viele E-Mails, sie hatten nicht die Möglichkeit, alles zu lesen. Und da fällt auch eine Stiko dann darunter, wo ich sage, also aus meiner Sicht ist das also unvorstellbar, dass wenn es von der Stiko eine E-Mail gibt an das Ministerium, dass man die nicht liest. Genau darum geht es. Sie wissen es nicht, sie haben keine Erinnerung. Und das Problem beginnt eigentlich dabei, dass man sämtliche Verantwortung von sich wegschieben will. Das ist das Einzige, worauf man sich konzentriert. Ist der Eindruck richtig, dass Sie eigentlich mehr oder weniger nach Tagesschau-Informationen entschieden haben? Ja, das habe ich so gar nicht im Kopf. Ja, doch. Eigentlich ist das die nickende Masse vor der Tagesschau. Genau die sind das. Tja, also das heißt, das sind so richtige Schreibtischtäter, die dann einfach nach bestem Wissen und Gewissen, wie sie immer so sagen, entschieden haben. Genau. Und wenn man sich die Frage an die Staatssekretärin, die hat ja zum Schluss gefragt gehabt, ob sie aus ihrer Sicht rückblickend sagen würde, sie haben alles getan für das Wohl der Kinder. Und sie sagt aus voller Inbrunst ja, sagt aber vorne 2 Stunden lang, sie kann sich nicht erinnern, sie weiß es nicht mehr, sie weiß nicht genau und sie kann das nicht sagen und bla bla bla. Also das ist schon eine
Frage von Ihnen hat mir auch noch gefehlt, und zwar die Frage, wie viel Corona-kritische Lehrer haben Sie in dieser Zeit entlassen? Okay, ja, die hätte man Tatsache stellen können, da gebe ich recht. Aber das ist immer das Problem. Ja, wir haben ja eine Vorbereitungsrunde und dann redet man logischerweise mit allen. Wir haben dann 100 Fragen, die wir haben, dann guckt man davon irgendwie 50, 60 aus. Dann hat man das Problem, dass innerhalb der Sitzung noch Fragen dazukommen. Und wenn wir heute mal gucken, ich glaube, wir haben an die Staatssekretärin und an die Ministerin irgendwas um die jeweils 120 Fragen gestellt. Da geht leider was unter. Das ist Tatsache ein Problem. Aber es ist eine gute Frage, weil die könnte man ja nochmal nachschieben. Es geht also einfach nur darum, hier die ganze Zeit Verantwortung abzulegen quasi und zu sagen, dafür waren andere zuständig. Ja, absolut. Ich glaube, dass es das Hauptziel ist, zu sagen, um Gottes Willen, wir sind dafür nicht zuständig, sondern andere. Das hat man ja gesagt, das ist die Ministerpräsidentenkonferenz beziehungsweise die Gesundheitsministerin. Und wenn ich keine Verantwortung habe, kann ich auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Ich glaube, die wissen, dass sie Scheiße gebaut haben. Und das ist das, was sie jetzt in aller Art und Weise verhindern wollen, dass sie irgendwie davor Verantwortung übernehmen sollen. Aus meiner Sicht ist das eben auch also unvorstellbar. Und eigentlich ist das ein Unding, dass Politiker, die sowas entscheiden, in keinster Weise zur Verantwortung gezogen werden. Also ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre vielen, vielen Fragen und Ihren langen Atem, den Sie heute bewiesen haben. Ich hoffe, dass dass wir jetzt dranbleiben und den Sachen weiter auf den Grund gehen, ja. Und haben Sie noch ein Schlusswort für mich? Naja, also wir bleiben dran und wir machen das ja nicht nur für uns, sondern wir machen das ja für alle. Also das ist ja nicht so, dass wir sagen, wir machen das nur für eine Gruppe. Natürlich gibt's Leute wie euch, die da sind, die das gucken und die aber auch, ich sag mal, das in die Öffentlichkeit tragen. Aber es gibt viele, die eben unter Umständen anderer Meinung sind wie wir, aber auch für die machen wir das. Ich glaube, das ist wichtig. Es gibt tatsächlich eine Mauer des Schweigens, die ist schwer zu überwinden. Ja. Aber ich versuche halt ein bisschen im Kleinen zu arbeiten. Ja. Danke. Vielen Dank auch. Hallo Silke. Hallo Rüdiger. Wir haben uns hier zufällig getroffen im Brandenburger Landtag. Heute findet was statt? Was ist das für eine Veranstaltung? Heute hier ist der Corona-Untersuchungsausschuss. Im Moment ist gerade die ehemalige Bildungsministerin Frau Dr. Britta Ernst anwesend und wird vernommen. Das ist zufälligerweise auch die Frau vom Olaf Scholz, oder? Habe ich das falsch verstanden? Genau. Ja, und wir haben jetzt hier eine Stunde schon zugehört, oder wie lang war das? Wir haben erst mal eine halbe Stunde vorm Saal gewartet. Also wir sind circa um 11.30 Uhr reingekommen. Dann ging es doch relativ zügig eigentlich los mit der Fragestellung, sowohl von der AfD als auch von der CDU. Ja. Und die letzten Fragestellungen fand ich eigentlich auch sehr interessant, auch von der CDU. Ich weiß jetzt nicht, wie die Frau hieß, die diese Fragen gestellt hat. Ja, fällt mir jetzt auch gar nicht ein. Was ich interessant fand an der Geschichte ist, dass eigentlich so die Abwägungsprozesse, die eigentlich hätten stattfinden müssen, bevor man irgendwelche Impfungen für Jugendliche weitergibt in der Schule, scheinbar nicht schriftlich festgehalten wurden, wenn sie denn überhaupt stattgefunden haben. Hattest du das auch so verstanden? Genau, und viele Fragestellungen waren ja sowohl zu Frau Ernst bildungspolitisch als auch gesundheitspolitisch. Bei den gesundheitspolitisch gestellten Fragen hat sie die Beantwortung doch relativ abgelehnt, weil sie dann immer wieder eigentlich wiederholt hat, dass sie bundespolitisch ihre Tätigkeit ausgeübt hat. Nur bei der Kampagne der Flyer Impfen macht Schule hat sie mit der Frau Dr. Nonnemacher ja sozusagen diesen gestaltet. Und da kamen jetzt doch sehr verschiedene, also da kamen viele Fragen jetzt hinsichtlich dieser Kampagne auf. Und da kam jetzt eine ziemliche Unruhe auch so ein bisschen. Ja. Genau. Also das ist eigentlich der Punkt, wer war denn dafür zuständig? Während die Frau Ernst eben sagt, ach, das ist ja also Gesundheitspolitik,
Ich mache nur Bildungspolitik, ne? Also nicht ja, Bundespolitik, sondern genau. Bildungspolitik. Darin lag der Widerspruch eigentlich. Da wollten die Fragenden eigentlich nochmal nachhaken, aber der Vorsitzende meinte, die Fragen werden beantwortet. Dann wurde es dann doch so ein bisschen so unangenehm im Saal, knisterte so ein bisschen. Dann sagte er, die Öffentlichkeit müsste jetzt mal verschwinden und raus und das müssen sie erstmal hinter verschlossenen Türen besprechen. Hattest du den auch einen Druck genau, auf so, den, ja? So, und jetzt, deswegen sitzen wir jetzt gerade hier. Es kann sein, dass es jetzt gleich wieder da vorne weitergeht. Tja, wir wollten das mal so unsere Eindrücke für die Öffentlichkeit mal zwischendurch hier raushauen. Ja. Also es wird interessant, ob man sowas in anderen Bundesländern denn auch irgendwann mal macht. Ne? Zum Beispiel in Berlin, die Frau Scheres, die habe ich ja eigentlich 2021 immer fleißig informiert über meine Videos. Ne? Ich bin der böse Lehrer aus Berlin, den die Frau Scheres dann fristlos gekündigt hat. Mhm. Also sie hat schon Sachkundige in ihren Reihen gehabt im Prinzip, ne? Auch vielleicht auch auf den ganz unteren. Aber man hätte sich ja mal schlau machen können. Jetzt ist halt die Frage, wie zieht man seinen Kopf aus der Schlinge, die sich aktuell immer enger zieht, bei der Frage, wer ist dafür verantwortlich, dass die Jugendlichen fast komplett durchgeimpft wurden? Ja? Mhm. Weil irgendwie zu Hause Briefe kamen aus der Schule, sie müssten sich doch jetzt impfen lassen. Naja, diese Impfkampagnen werden natürlich auch zusätzlich sowohl die Eltern als auch die Kinder unter Druck gesetzt haben. Ne? Und gerade bei Kindern ist es ja so, wer möchte nicht zur Gruppe gehören? Also ist nochmal hochsensibel überhaupt mit Kampagnen an Kinder zu gehen. Ja, man hat hier einfach mit der Angst gespielt und anstatt sich damit mal zu beschäftigen, wie man die Angst rauskriegt aus den Schulen, hat man sie dazu genutzt, um diese Briefe zu verschicken und dann zu sagen, na, dann kriegen wir ja wieder Ruhe in die Schulen, wenn die alle geimpft sind, dann können sie sich nicht mehr anstecken. Das war ja auch so eine interessante Geschichte, dass zu dem Zeitpunkt, wo diese Kampagne loslief, bereits eigentlich mehr oder weniger bekannt war, dass diese Spritzen nicht vor Weitergabe schützen, nicht vor Ansteckung schützen. Also sie könnten einen bestenfalls selbst schützen, so habe ich das verstanden. Ja gut, das tun sie ja auch nicht, wissen wir ja auch inzwischen. Okay, das nehme ich jetzt zurück, sonst wird dieses Video auf YouTube gelöscht. Tja, was könnten wir noch ergänzen? Unsere Betroffenheit bei dieser Situation eigentlich, glaube ich, weil das macht einen wirklich fertig, diesen Nichtverantwortungsträgern beim Antworten zuzuhören. Ja, und ich denke mal, wir müssen auch aus diesen Sachen lernen. Also nicht nur, dass wir jetzt aufarbeiten, also aus der Aufarbeitung müssen wir einfach auch lernen, weil ich denke mal, diese Entwicklung, die Sprachentwicklung mit Mimik und Gestik ja den Kindern entgegenzukommen und alle mussten eine Maske tragen, hat unwahrscheinlich, glaube ich, was verursacht. Und da muss wirklich rangegangen werden, das darf auch nicht nochmal passieren. Nein, also vor allen Dingen, weil das ist, wird ja auch immer klarer, das Bildungsgesetz, falls es denn hier zu der Zeit überhaupt noch eins gab, ja, wurde ja komplett ausgehebelt durch das Infektionsschutzgesetz, durch die STIKO, die im Prinzip auch unter Druck irgendwelche Empfehlungen aussprach. Das wurde einfach nur durchgereicht. Die haben sich hier irgendwie als Befehlsempfänger gebärdet, aber nicht als verantwortungsvolle Politiker, die die Interessen von Familien, von Kindern, von denen tatsächlich zu vertreten, für die sie hier stehen, wofür sie eigentlich ihr Geld kriegen. Sie sind ihren Aufgaben nicht nachgekommen, so würde ich das mal zusammenfassen wollen. Mhm. Der gleichen Meinung bin ich auch. Tja, wir gehen jetzt mal wieder rein und hören da mal weiter zu und ich nehme an, unsere Betroffenheit zu diesem Punkt ist hier schon mal rübergekommen. Tschüss. Okay. Hallo Elfriede. Hallo Rüdiger. Dich treffen wir auch überall, ja. Jetzt sogar am 17.11.2023. Wir sind hier heute im Brandenburgischen Landtag. Was findet hier statt? Es findet heute ein Untersuchungsausschuss statt. Die ehemalige Senatorin oder Ministerin heißt das ja hier. Ich komme aus Berlin, das merkt ihr, deshalb sage ich Senatorin. Die während dieser Corona-Zeit
Bildungssenatorin war und die Maßnahmen mitbeschlossen hat oder hauptsächlich beschlossen hat, Flyer dazu sind aus ihrem Ministerium entstanden, die Schule zum Impfort macht und das ist ja alles freiwillig geschehen, wird jetzt im Anschluss gesagt, aber dass dann unheimlichen Druck dahinter war und Kinder ja diskriminiert wurden, das wissen wir ja, dass Kinder ausgeschlossen waren. Und jetzt, wenn man hier zuhört, glaubt man ja fast, es wäre ja alles wunderbar gelaufen und sehr demokratisch. Nein, sowas Undemokratisches dürfen wir nicht mehr mitmachen. Und vor allem die Eltern waren ja auch gefragt und die Eltern, aber die Angst und Panik hat die Menschen eben so eingeschränkt in ihrem sonst Willen, in ihrem freien Willen, dass sie das einfach mitgemacht haben und einen Flyer von der, die, und da es wurde, hast du schon viel zusammengefasst, was ist hier passiert im Untersuchungsausschuss? Und hier wurde jetzt von einem Abgeordneten zitiert, was die Eltern bekamen, einen Flyer, dass sie das Recht haben, den Impfarzt ausführlich zu befragen zu den Impfvorteilen und Nachteilen. Und im Ende steht unten drunter ein Satz, wir wollen den gar nicht befragen, wir sind damit einverstanden, so in etwa. Also es ist so viel Pseudodemokratisches passiert, was einfach ein Druck war. Und das ist mit dem Nürnberger Kodex nicht zu vereinbaren. Und der Nürnberger Kodex gilt immer noch weltweit. Der besagt, dass Menschen, egal was, in welcher Situation sie sind, wenn sie ein Eingriff an ihrem Körper stattfinden sollten, das ist eine Impfung, haben sie das Recht, Nein zu sagen, ohne dass sie diskriminiert werden. Und in der ganzen Phase ist sehr viel Diskriminierung geschehen. Und das hier auch, ja. Das haben wir aber, ja heute bei Frau Ernst auch gehört. Welchen Eindruck hast du? Könnte ihr diese Beweisaufnahme irgendwie zum Verhängnis werden oder mogelt die sich da jetzt gerade so raus? Ich habe das Gefühl, sie mogelt sich ganz schön durch. Ja, ja, also ich habe ja auch immer nur gehört, ja, das hat ja das Gesundheitsministerium entschieden. Ne? So ging es doch, ja, die ganze Zeit. Ist, also ich bin ja... Ich bin Chefin am den Berliner Gerichten seit 26 Jahren und dieses Rausmogeln, wie das jetzt hier geschieht, der Anwalt oder der Richter oder auch die Chefin haben die Möglichkeit, so lange nachzufragen, bis es ganz deutlich wird. Und der Vorsitzende, der das Gremium jetzt hier leitet, der schreitet überall ein, das ist nicht sein Recht. Ich habe als Befragerin, und das ist der Abgeordnete, darf seine Fragen stellen. Und ich kann ihn nicht ständig unterbrechen. Also ich habe auch den Eindruck, dass er manche Fragen eben gar nicht zulässt, weil er sie einfach als persönliche Meinungsäußerungen hinstellt. Und andere Fragen, da wird so getan, als ob man die nicht versteht oder als ob sie schon beantwortet werden. Und da einfach einen Punkt dahinter gemacht und da einfach als nicht zulässig zu erklären. Ja, das ist schon ein bisschen parteiisch. Wir waren ja am Samstag und Sonntag, jetzt vergangenen Samstag, Sonntag in Berlin im Bundestag. Ja. War ja ein Untersuchungsausschuss und der war einfach für alle Beteiligten, für die Vortragenden, für die Moderation, für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Das war so eine angenehme Situation. Ja, aber es war, jeder konnte verstehen, um was es geht. Keiner musste sagen, ich habe es nicht gehört. Ja, aber das war keine Beweisaufnahme dem Sinne. Das war einfach ein Symposium, wo Wissenschaftler zu Wort kamen und ihre Meinung. Ja, klar. Es ist auch wichtig, dass man so komprimiert zu hören. Aber es war eine gute Atmosphäre. Ja. Es war sehr gut organisiert. Ja. Und es war eine gute Durchführung. Und es hat kaum... es hat keine Zwischenrufe gegeben, doch da hat so eine kleine blonde Frau öfter mal gerufen, gerade als die Ärzte angesprochen wurden. Die haben fast alle mitgemacht. Tja, also ich meine, uns wurde ja auch angedroht hier in diesem Untersuchungsausschuss, dass die Öffentlichkeit ganz schnell des Saales verwiesen wird, wenn sich hier nochmal einer räuspert oder nochmal einer lacht oder irgendetwas sagt. Also ich fand, das war schon sehr restriktiv. Das ergibt sich auch ganz einfach daraus, dass die Gesamtlautstärke ist absichtlich sehr tief angesetzt, dadurch, dass die Anlage im Raum ganz leise gestellt ist. Man versteht kaum was. Also Frieda hat schon gesagt,
Ich bin Hörgeräte. Nicht mehr die Jüngste, ich habe Hörgeräte und verstehe es trotzdem nicht. Und wenn ich irgendwo bin, egal wo ich bin, und ich kann die Stimme, die Sprache nicht, ich kann die Lautstärke nicht verstehen, weil es zu leise ist, ich kann den Inhalt des Vortragenden nicht verstehen, dann nehme ich mir die Freiheit in einem demokratischen System und bitte darum, lauter zu sprechen. Und das wird hier verweigert. Ja? Ich glaube, das wäre auch kein Problem in einem undemokratischen System, etwas zu sagen, dass man es lauter hätte, damit man etwas hören kann. Ne? Aber das hier ist tatsächlich irgendwie schon ein bisschen vorbelastet an schlechter Stimmung. Einfach dadurch, dass man miteinander so komisch umgeht. Ja, also ich bin erstaunt. Ich hatte gedacht, Brandenburg ist da etwas vorbildlicher, aber was ich jetzt hier erlebe, das beschämt mich. Und ich habe vorhin auch dazu meine Stimme deutlich geäußert, dass wir noch in einer Demokratie sind. Und dann muss das möglich sein, dass ich bitten darf, Sie möchten lauter sprechen, damit das Publikum es hier versteht. Sonst ist das eine Pseudo-Öffentlichkeit. Ja. Also wir sitzen da tatsächlich heute in einem kleineren Raum, also im kleineren Saal, der nicht so groß ist wie der Plenarsaal, weil der Plenarsaal anderweitig belegt ist. Ob das jetzt zum Beispiel jetzt purer Zufall ist oder absichtlich so veranstaltet wird, das wissen wir natürlich nicht. Ne? Aber es ist immer so, dass das ein schlechtes Gefühl macht. Bei einer Sache, die so wichtig ist wie diese Veranstaltung, da sollte man selbstverständlich den Plenarsaal dafür ansetzen und dann die andere Veranstaltung im anderen Raum machen. Also das ist so mein Gefühl dazu. Und wir sind ja auch zum Teil aus Berlin angereist. Wir sind ja gar nicht hier von Potsdam. Und wir nehmen das gerne auf uns, weil so was muss auch unter der Öffentlichkeit stattfinden. So ist unsere Justiz demokratisch, ist das vorgesehen, dass die Öffentlichkeit, aber wenn die Öffentlichkeit nichts versteht von den Inhalten und auch nicht bitten darf, dass lauter gesprochen wird, dann ist die Öffentlichkeit de facto ausgeschlossen. Tja, ja, also diese Zwangspausen, die jetzt hier quasi eingelegt wurden, dadurch, dass jetzt ist Mittagspause, ne? Das ist natürlich, aber das Ding davor war halt so, das müssen wir jetzt erstmal hinter verschlossenen Türen klären. Hattest du auch einen Eindruck, dass da irgendwas komisch war? Mehr, ich meine, durch meine Schöffentätigkeit an den Berliner Gerichten ist es schon mal, dass auch der Rechtsanwalt zu seinem Klienten sagen kann, oder bittet den Richter, eine kurze Pause zu machen, weil er mit seinem Klienten was zu besprechen hat. Das ist schon mal üblich, ja. Dass man dann rausgeht oder der Rechtsanwalt geht raus mit seinem Mandanten. Aber also das ist schon lege artis, das kenne ich schon von den Gerichten. Aber ich meine, wenn man überhaupt nichts versteht, und ich bin ja nicht die Einzige, das finde ich eine Unverschämtheit. Und auf Bitten hin wird da nichts geändert. Hast du ja gehört, was er gesagt hat? Du kannst runtergehen in den Livestream-Raum. Ja. Dann können sie es eigentlich auch gleich im Internet übertragen. Ja, ja. Das wäre dann einfach fair, weil dann bräuchten wir nicht den weiten Weg hier anzutreten, um dann in irgendeinem Kämmerchen im Keller zu sitzen. Nee, und vor allen Dingen, als die Schwierigkeit bringt es einfach mit sich, dass man die Atmosphäre insgesamt auch aufnehmen muss und dem Menschen, der spricht, auch mal auf den Mund guckt. Da kann man einfach, das trägt zum guten Verständnis bei. Aber wenn das von vornherein so schlecht eingestellt ist, und das ist hier ein gut renoviertes Haus, also die Technik, das machen die mir nicht weiß, dass es nicht lauter zu stellen geht. Ja. Na gut, langsam wird uns auch ein bisschen kalt hier, wa? Oder? Hält's ja, also aus? Wir haben hier einen wunderbaren Blick über Potsdam. Es ist einfach, wir sitzen auf der Dachterrasse. Ich weiß gar nicht, in welchem Stockwerk wir sitzen. Im vierten Stock. Ach, im vierten Stock. Also wenn ihr mal hierher kommt, ihr habt das Recht, hier in die Kantine zu gehen. Das ist ja überall so. Und man kann dann auch auf die Dachterrasse gehen und hier stehen Tische, also man könnte hier auch essen. Im Sommer ist hier bestimmt immer Party, und das oder? Das ist einfach ein toller Blick, ja. Toller Blick, muss man wahrnehmen. Haben wir jetzt wahrgenommen, wir haben ja unseren Mantel dabei. Na gut, dann sind wir jetzt fertig. Ja. Tschüss. Tschüss.